nicht davor noch. Natürlich kann ich Ihnen jetzt auch ärztliche Hilfe oder einen Rettungsdienst anbieten. Dafür sind wir sind dazu auch verpflichtet und das mache ich auch sehr gerne. Wollen Sie den RTW in Anspruch nehmen? Nicht, okay. Okay, dann muss ich Sie aber trotzdem jetzt bitten, aufzustehen und den Bereich des Unigeländes zu verlassen. Ansonsten kommen Sie dem Platzverweis nicht nach und dann können wir Sie auch in Gewahrsam nehmen. Haben Sie das soweit verstanden? Kommen Sie mal bitte nicht ganz so dicht, ja, Sie können auch ran sehen. Okay. Ja? Okay, ich... Kommen Sie mal bitte nicht ganz so dicht, ja, und schön die Maßnahmen, ja, danke schön. So. Auch Ihre Familien werden leiden, das wollen wir doch nicht. Wir wollen einfach nur, dass wir alle leben können. Trotzdem alles Gute. Ich wurde gerade mit Schmerzgriffen aus der Hamburger Uni geschliffen. Wir haben den Hörsaal für ein paar Tage besetzt und haben dann mit Farbe und mit Kreidespray das Gebäude besprüht, weil der Unipräsident eben sich weigert, mit seiner Uni der Rolle, der verantwortungsvollen Rolle in der Gesellschaft nachzukommen, nämlich ganz klar zu sagen, wissenschaftlich ist absoluter Wahnsinn, jetzt noch fossile Energien auszubauen und sich dagegen öffentlich zu stellen. Das war das Einzige, was wir gefordert haben, dass er das öffentlich sagt. Und er war bei uns mit im Gespräch und er hat gesagt, das sieht er nicht als seine Rolle. Und ich habe einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als das jetzt zu machen. Und der Polizist, der mich da mit Schmerzgriffen rausgeschliffen hat, hat danach angefangen zu weinen. Und ich habe gesagt, ich will nur meine Familie schützen. Und ihre Familie wird doch auch leiden. Wir wollen doch einfach nur unsere Familien schützen. Und er hat auch angefangen zu weinen und meinte so, ja, ich weiß. Und trotzdem ist er irgendwie in seiner Rolle. Und das ist, ja, krass.